So Leute, jetzt wird es spannend. Auf welcher Wassertiefe bekommen wir den ersten Biss? Stehen Sie? Quatsch, das gibt's nicht. Für alle Zuschauer, die sagen, ich habe ein tiefes Gewässer vor meiner Haustür. Nicht Haustier, sondern Haustür. Ah, da ist der Fisch. Der hat den sich komplett reingeschabbelt. Der wollte ihn haben. Wir lassen uns einfach direkt weiter treiben ins Flache rein. Und dann gucken wir mal gemeinsam, wo es aufhört mit Bissen, wie flach die Hechte jetzt noch stehen. Da ist schon Eis auf der Pfütze. Mario! Grüß dich, mein Lieber. Na? Auf diesen See fangen wir jetzt gleich raus zum Hechtangeln. Und guckt mal rein, Leute. Spiegelglattes Wasser heute. Ist das gut zum Hechtangeln oder sagst du, naja, es wird schwierig heute? Also hier auf dem Gewässer ist es nicht ganz so gut. Dann machen sie gerne das Maul zu. Aber wir kriegen am Mittag ein bisschen Welle. Wir haben heute bloß den einen Tag. Und wir müssen gucken, wo die Fische sind. Und dann geht's ab. Mario ist professioneller Angelguide. Und morgen hast du wieder eine Tour mit Gästen. Es gibt noch welche, die aus solchem Holz geschnitzt sind, bei solchen Temperaturen rauszufahren, ja? Es ist noch eine gute Zeit, aber die meisten sitzen natürlich schon schön am Ofen. Ja. Wir fahren natürlich immer raus und heute geben wir richtig Gas. Also, große Herausforderung heute, die Fische im tiefen See überhaupt erstmal finden. Ich bin heiß. Auf geht's. Lass uns loslegen. Die Banane ist auch mit bei. Ach du Scheiße, ich habe eine Banane an Bord. Du hast auch eine Banane. Chris, hast du wirklich eine Banane an Bord? Du weißt, was das bedeutet, oder? Weißt du halt. Weißzeit. Nein, das heißt, das bringt Unglück, Leute. Glückskoffer nicht dabei und Bananen an Bord. Das sind zwei ganz schlechte Omen. So, dann komme ich mal an Bord, vorsichtig. Leute, ihr wisst, dass es kalt ist, wenn die Schnur so aussieht. Leute, guckt euch diesen Hafen an. Normalerweise ist ja alles voll mit Fisch. Gar nichts. Ist das krass. Wir sind am Platz, liebe Angelfreunde. Mario, lass ruhig drauf. Zeig mal, was du hier angelst. 15 cm Bandit. Alter, was ist hier passiert? Ja, den haben sie schon gewollt, du. Mario, ich glaube, das könnte mal ein neuer werden. Habe ich dabei. Wir haben ein extrem klares Wasser und wir haben Sonne. Das heißt, zum Einsatz kann kommen der Sunny für klares Wasser und Sonne. Mario, ich glaube, mit dem würde ich erstmal anfangen. Oder sagst du, du testest ja auch viele Farben aus. Ja? Ich teste auch viel, also den Sheriff eigentlich sehr gerne auch. Bei Sonne natürlich immer, bisschen Motorglitter drin, immer eine Macht, ne? 15 cm Lieblingsköder, ich fische nach Wettermethode. Den Sunny für klares Wasser und Sonne. Mario, den Sheriff, die dunkle Silhouette im klaren Wasser bei Sonne. Immer eine gute Idee. Mario, wie tief probieren wir es? Jetzt erstmal flach? Wir driften jetzt eine Scharkante hoch, fangen so bei 7, 8 Meter an und dann driften wir ins Flache rein bis 2,5 Meter. Da steht noch ein bisschen Kraut. Am einfachsten ist es natürlich immer, wenn ihr an ein flaches Gewässer geht. Denn an einem flachen Gewässer, da können die Fische nicht runterziehen ins Tiefe auf 8, 9, 10 Meter. Wenn der ganze See nur 3 Meter tief ist, dann halten sich die Hechte immer innerhalb dieser 3 Meter auf. Also mein Tipp an alle Angeleinsteiger, geht im Winter erstmal an ein flaches Gewässer. Da können die Hechte nie zu tief ziehen. Jetzt sind wir auf einem tiefen Gewässer. Mario's Strategie ist genau perfekt. Wir lassen uns jetzt mit dem Boot vom Tiefen ins Flache treiben und suchen also die gesamte Wassersäule ab und gucken, wo sich hier die Hechte aufhalten. Mario, mit welchem Gewicht wollen wir jetzt anfangen? Wir fangen jetzt mal mit 18 Gramm an. Sind wir so bei schwer? Den ja, dann sind wir gut aufgestellt. Können wir richtig immer schön durchsacken lassen. Fische sind ein bisschen verhaltener geworden jetzt. Fahren Stoffwechsel ein bisschen runter. Langsam fischen. Mit dem Gewicht könnt ihr ein bisschen experimentieren, gerade ja. In welcher Tiefe ihr auch seid. Ja, das sieht gut aus. Ich beginne mit 14 Gramm. Den Köder natürlich kann ich langsamer fischen, muss ich dann auch länger durchsacken lassen. Aber ich sag mal, ich bin so gewohnt von meinem Hausgewässer, was sehr, sehr flach ist, mit 6 Gramm oder vielleicht 8 Gramm, allerhöchstens 10 Gramm zu fischen. Wir haben eine Wassertiefe von 2-3 Metern und wenn ich da mit einem leichten Kopf angel, kann ich den Köder wirklich sehr langsam einkurbeln, ohne dass er mir während des Einkurbelns zu tief runter marschiert. Jetzt angeln wir hier auf 6 Meter, hast du gesagt? 7 Meter? Genau. Wenn ich fertig bin mit Moderieren, Leute, sind wir sowieso am Strand. Aber das ist nochmal ganz wichtig für alle, die jetzt den ersten Winter erleben, beziehungsweise nicht den ersten Winter erleben, dann werdet ihr ein bisschen sehr jung. Aber das ist jetzt mal wichtig für alle, die jetzt ihren ersten Hechtwinter vor sich haben. Das Gewicht sollte immer so ausgewählt sein, dass ihr den Köder wirklich zeitlupenmäßig ganz, ganz langsam einholen könnt. Und wenn ihr ein sehr flaches Gewässer habt, dann 6 Gramm oder 8 Gramm. Wenn ihr so 3, 4 Meter habt, dann 10 Gramm, 12 Gramm. Und wenn ihr noch etwas weiter runter müsst, dann gern 14, 16, 18, die schweren Gewichte. Mario, jetzt mit 18 Gramm.
Dann wirft er aus, lässt den Köder absinken bis knapp über den Grund, kurbelt dann ein und der Köder bewegt sich dort unten auf 5-6 Metern in einer Bahn parallel zum Grund. Und genau da wollen wir hin, denn die Hechte machen jetzt nicht unbedingt die 3-4-5 Meter nach oben, um die Beute zu schnappen, aber sie nehmen jetzt sehr gerne eine Beute, die ihnen ja, direkt am Kopf sozusagen vorbeischwimmt, eine leichte Beute. Ich würde sagen, fangen wir schon mal an, bevor wir da drüben im Flachen ankern. Ich montiere den Köder, spitzer Haken in der Größe 5-0 in 14 Gramm. Sitzt bombenfest. So. Ja, Mario, aktuell bin ich noch zu leicht mit meinem Gewicht. Ich merke, dass ich ganz schön weit weg bin vom Grund. Da wäre es mit 18 jetzt besser gewesen. Aber meine Stunde, die schlägt, wenn wir ins Flache kommen, glaube ich. Und darauf warte ich, Leute. So, Leute, jetzt wird es spannend. Auf welcher Wassertiefe bekommen wir den ersten Biss? Stehen die Fische hier unten an der Kante? Stehen sie im Fisch? Quatsch, das gibt's nicht. Da ist der erste Fisch, Leute. Da ist der erste Fisch. Wahnsinn. Ich bin bereit mit dem Kescher. Mario, wie viele Würfe hast du gemacht? 3? Gar nicht so lange gedauert, ne? Nee, das ging ratzifatzi. Stelle passt auf Anhieb, Köder passt auf Anhieb. Guck mal, gar kein schlechter, ne? Ja, schöner echt. So, Kescher kommt, Fisch ist drin. Habt ihr es gesehen, Leute? Der Kescher geht ins Wasser. Wir warten, dass der Fisch kommt. Niemals hinterher stochern mit dem Kescher. Einmal hoch und drin ist der Fisch. Geil. Richtig schöner Hecht, Leute. Ja. Wahnsinn. Was für ein schöner Fisch. Und Leute, Sheriff komplett weginhaliert, ne? Jawohl, Jens. Mario, geiler Anfangsfisch. Also, dass es so schnell geht. Und Leute, ihr habt es gesehen. Die ersten Pfützen, die sind zugefroren. Es ist Winter, die Fische sind aktiv. Der hat den sich komplett reingeschabelt. Ja, der wollte ihn haben. Wir befinden uns auf einer Wassertiefe von 5,5 Metern. Das heißt, wir lassen uns einfach direkt weiter treiben ins Flache rein. Und dann gucken wir mal gemeinsam, wo es aufhört mit Bissen, wie flach die Hechte jetzt noch stehen. Mhm. Okay, weiter geht's. Da fällt mir ein, was haben wir vergessen? Die Banane, Leute. Ihr seht, es geht auch mit Banane an Bord. Zumindest bei Mario, der keine Banane dabei hat. Oh Mario, du hast ja hier auch so ein schönes Handtuch. Auch ein bisschen hart geworden. Wie ein schönes hartgekochtes Ei. So Mario, wie führst du den Köder? Langsam, gleichmäßig einkurbeln? Genau, langsam einkurbeln und ab und zu mal eine ganz kleine Jig-Bewegung machen. Mhm. Aber auch in Zeitlupe. Und gerade dieses Abtrudeln ist dann fast so wie ein kurzer Spinnstopp. Und da kommen dann wirklich die Bisse, ne? Also gleichmäßig einkurbeln mit ganz kurzen Unterbrechungen. Genau. Ja, was kann man hier hinterher irgendwie? Echt jetzt? Ja, irgendwas kann man hinterher. Nachläufer? Ja. Ich hab bloß einmal kurz den Kopf so einen Meter dahinter gesehen. Nein. Leute, Nachläufer bis vors Boot. Mal gucken, ob der noch da ist. Ah, hier ist schon flach. Guck mal. Ich bin am Grund mit dem Köder und ich kann meinen Köder unten am Grund liegen sehen. Jetzt sind wir die Kante hoch, oder? Genau, jetzt sind wir oben auf der Kante drauf. Und gehen jetzt hier am 3 Meter, fangen jetzt langsam ein paar Krautzipfel an. Und da gucken wir, ob wir da auch noch ein paar erwischen. Ey, soll ich dir mal sagen, dass ich da weit draußen, als ich ausgeworfen hatte, naja, so auf halber Strecke, dass ich das Gefühl hatte, ein Hecht kommt angeschwommen und macht den hier? Mögen Sie gerne. Jetzt habe ich hier ein bisschen Kraut eingesammelt. So, jetzt sind wir oberhalb der Kante, also auf der Kante obendrauf, da wo das Kraut anfängt. Das riecht wie altes Aquarium. Aber sehr intensiv, ne? Es riecht sehr intensiv nach altem Aquarium, ja. Okay, hier kann ich den Köder jetzt ganz gleichmäßig bei dieser Einholgeschwindigkeit dicht über dem Grund langkurbeln. Und seht ihr das, wenn ich hier einen Spinstop mache, zack, bin ich sofort unten am Grund. Also 14 Gramm zum gleichmäßigen Durchkurbeln ohne Spinstop, das geht auf dieser Wassertiefe. Was haben wir hier, 3 Meter, Mario? 2,70 Meter. Also wenn ich den Köder einfach nur auswerfen möchte und dann ganz gleichmäßig dicht über dem Grund entlang führen möchte, ja? 3 Meter Wassertiefe, 14 Gramm. Zack, zack. Will ich noch langsamer führen oder zwischendurch vielleicht sogar mal kurze Spinstops einbauen, dann entsprechend halt 12 Gramm oder 10 Gramm, so wie wir es eingangs gesagt haben. Sehr gut. So Mario, was machen wir draus? Wollen wir noch flacher fahren oder sagst du, wir setzen nochmal neu an? Wir setzen nochmal neu an. Herrlich. Herrlich. Oh nein, ich hatte gerade einen Biss. Nee. Ja, ist abgegangen? Nein. Da ist er. Hast du ihn gesehen noch? Ich habe ihn gesehen. Hat den Köder verfolgt bis vors Boot. Und Mario, ich hatte gerade einen Biss in der Absinkphase. Richtige Wassertiefe, ja? Da kannst du dir im Flachen einen abwerfen, wie du möchtest. Im Tiefen, da sind die Fische aktiv. Wir haben jetzt nochmal neu angesetzt. Mario direkt beim ersten Wurf Hecht drauf bekommen. Abgegangen im Drill.
Und dann hier kurz vorm Boot Nachläufer. Ey Leute, es ist unfassbar. Die Hechte haben richtig Lust, oder? Und das bei Ententeich, ne? Ententeich, aber Sonne. Also die Sonne scheint die Fische jetzt so ein bisschen wach zu kitzeln. Und was ja auch klar ist, die Weißfische haben jetzt nicht mehr viel Deckung. Es ist nicht mehr viel Angeldruck da. Ihr seht es ja auch, Leute. Es ist halt Winter. Wir sind das einzige Boot hier auf dem Wasser. Das heißt, hungrige Hechte, wenig Nahrungsangebot, wenig Angeldruck. Und entsprechend gut sind dann natürlich auch die Fangaussichten. So, jetzt sind wir hier im Flachen. Und Mario im Flachen. Ich habe das Gefühl, die stehen schon tiefer, oder? Genau, da fahren wir jetzt auch wieder hinsetzen, neu an. Jetzt kriegen wir doch noch ein bisschen Wind. Das ist kalter Wind, Mario. Kalter Ostwind, ne? Merkt man gleich. Merkt man sofort. Kontakt gehabt, Kontakt gehabt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hatte Kontakt, als ob der nur mit dem Kopf den Köder so anstreift. Einfach nur krass. Als ob der sich von hinten mit dem Kopf so an den Köder so ranschiebt. Ganz eindeutig gemerkt. Dafür braucht man eine gute Rute, dann spürt man sowas. Rute mit einer guten Übertragung. Und das ist, worauf ich die ganze Zeit beim Angeln achte. Man wartet ja sowieso die ganze Zeit auf den Moment, dass der Biss kommt. Ne? Man ist hochkonzentriert und nimmt hier alles wahr. Oh, das ist das zweite Mal heute. Wir sind auf jeden Fall im richtigen Revier unterwegs. Hier gibt es auf jeden Fall Fisch. So, Mario, immer wenn es am schönsten ist, dann muss man den Platz wechseln. Leute, ich hätte gerne noch ein paar Würfe gemacht, aber den ersten Platz, den haben wir. Da machen wir jetzt einen Haken dran. Hier lassen wir noch ein paar Fische drin für deine Guiding-Gäste. Aber ich glaube, die wichtigste Lektion war jetzt erstmal für alle Zuschauer, die sagen, ich habe ein tiefes Gewässer von meiner Haustür. Also nicht nur, nicht Haustier, sondern Haustür. Ich habe ein sehr tiefes Gewässer von meiner Haustür. Wenn ihr auf der Suche seid nach den Hechten, dann wirklich tief an den Kanten. Also da, wo es abfällt, da dann tief. Da stehen jetzt die Fische. Mario, das war nicht schlecht. Den ersten Platz für deine Tour, den hast du. Jetzt nächster Platz. Wie sieht der aus? Da erwartet uns genau das Gegenteil. Jetzt driften wir vom Flachen ins Tiefe rein. So, und weißt du was, Mario? Da schlägt dann die Stunde des Sunny. Bin ich mir sicher. Mario, weißt du was? Ich muss jetzt erstmal die Banane loswerden. Das ist es. Oh Gott, die ist wirklich nicht mehr schön. Leute, also das ist keine Freude, das ist eine Bestrafung, die zu essen. Chris, willst du ein Stück? Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Mach mal die Kamera jetzt aus. Boah, Alter, die ist übelst gammelig. Ich bin verdammt froh, dass wir die los sind. Aus mehreren Gründen. Jetzt ist die Banane weg, jetzt müsste es eigentlich gleich klappen. Was haben wir für eine Wassertiefe? 2 Meter. 2 Meter? 2,5 haben wir. Wassertiefe? 2,70. Es wird langsam tiefer. Mhm. Fisch! Wahnsinn! Oh. Ah, schnell, schnell, schnell! Ja, das ist schon eine Oberfläche, nicht springen lassen, ne? So. Ich musste schnell einholen, wollte den Köder jetzt hier nicht hängen lassen, nicht, dass er im Kraut landet. Da kommt er. Jawohl. Mario, Köder ist schon draußen. Köder ist schon draußen. Da ist er, der Kleine, ne? Wunderbar. Mario, wir sind gekommen von 2,20 Meter über 2,50 Meter, über 2,70 Meter. Und jetzt ist hier die Kante, wo das Kraut zu Ende ist, wo es so ein bisschen runter geht, 3 Meter, 3,20 Meter. Ja, fast 4 Meter haben wir jetzt schon. So ist es im Winter. Ja, flach, ja, gern in flachen Gewässern. Aber wenn die Gewässer sehr tief sind, dann tendenziell etwas tiefer. Hier jetzt auf 4 Metern. Und jetzt muss ich mich echt mal ein bisschen anstrengen hier. Aber ich habe hier auch keinen Schwanzbeißer gehabt. Weißt du, woran das liegt? Ich bin gerade dabei, den Köder zu montieren, einen Angeltrilling draufzuschieben. Hast du gesehen, wie er gesprungen ist? Wie, ist der weg? Ja, ja. Und wenn der Fisch rausspringt, kann er die volle Energie entfalten und zack, hat er sich freigeschüttelt. Und den Köder losschütteln. Genau. So, also nächster Platz funktioniert auch. Mario, du kennst dich einfach aus im Revier. Natürlich. Du kennst dich einfach aus. Ich will da fast nichts sagen, aber ich sehe schon an deinem Blick. Müssen wir umsetzen oder darf ich jetzt hier noch weiter angeln? Ich würde dir gerne den Fisch gönnen, aber wir fahren nochmal auf einen anderen Spot. Ja. Weil den Platz, den lassen wir erstmal kurz in Ruhe. Okay, Platz funktioniert. Wir setzen einmal um und sehen uns dann gleich wieder an Platz Nummer 3. Wir sind am neuen Platz. Mario, Wassertiefe? Wir haben 2,5 Meter und driften jetzt wieder ins Tiefe, so 4,5, 5 Meter, ne? So, ich kann den Köder jetzt hier auf der Wassertiefe nicht durchsacken lassen, sonst bin ich sofort im Kraut. Deshalb lupfe ich den Köder jetzt so ein bisschen an. Simuliere so eine ganz leichte
Fluchtbewegung nach oben, um den Verfolger zum Anbiss zu überreden. Die Idee beim Hechtangeln ist immer dieselbe. Wir kurbeln den Köder gleichmäßig durch und wenn ein Hecht in der Nähe ist, nimmt er Witterung auf, schwimmt hinterher und dann muss ich einen Reiz setzen, damit er anbeißt. Also außer wir erwischen so eine richtige Fressphase wie ganz am Anfang, ne, wo der Hecht dann sofort drauf geht. Okay, nächster Wurf. Wie tief ist es, Mario? 3,60. 3,60 Meter? Mhm. Dann werde ich jetzt mal den Köder etwas weiter durchsacken lassen nach dem Auswerfen, damit ich nicht zu dicht unter der Oberfläche bin. Oh. Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Aggressiv angejiggt. Hier am Kopf. Deswegen muss man immer ungefischte Köder verwenden in neuen Revieren, damit man sowas dann identifizieren kann. Hier sieht man eindeutig die Bissspuren am Kopf. Wir wechseln jetzt einmal ganz schnell die Farbe. Vielleicht kriegen wir den noch. Auf den Sheriff. Mario, was haben wir für eine Wassertiefe? Wir haben jetzt hier 3,5 Meter. Das geht. Also jetzt kommen wieder die Bisse, Leute. Wir kommen vom Flachen ins Tiefe. 3 Meter, 3,30 Meter, Ende der Krautkante. Mario, Daumen drücken. Sind wir schon weg vom Platz? Nee, wir sind genau mittendrin. Mittendrin. 3,5 Meter Wassertiefe, 3,60. Knapp hinter der Krautkante. Oh, da war Kraut, da war Kraut. Da war ich zu tief. Da ist das Kraut. Nein, ich habe schon eine Brille auf. Nein, ist nicht Kraut, Muscheln. So, schnell die Muscheln ab. Ach so, ist das jetzt ein schwererer Kopf? Ist das jetzt 18 Gramm? Ja, sind 18 Gramm. Okay, dann muss ich jetzt mit 18 Gramm natürlich den Köder nicht so lange durchsacken lassen. Wie mit 14 Gramm. Ah, da ist der Fisch. Ja. Da ist der Fisch. Die Hände sind kalt. Die Hände sind kalt. Mario, das ist Angeln nach Lehrbuch, Leute. Das ist Angeln nach Lehrbuch. Hingeworfen, Fehlbiss bekommen, Farbe gewechselt, nochmal angeworfen den Platz. Oh. Das, oh, der, oh, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Der hat Maß, du. Der hat Maß. Der hat Maß. Der hat Maß. Der hat Maß. Oh. Hast du ihn schon gesehen? Nee, noch nicht richtig. Oh, der hat Power. Ultra Boost Zander Hecht. Komm. Oh, ich muss die Bremse ein ganz kleines bisschen aufmachen. Das ist ein guter Fisch, du. Der hat Power. Der hat Kraft. Der hat richtig Kraft. Boah, der ist gut. Mario, das ist ein richtig guter Hecht. Das ist ein guter Fisch. Kriegst du ihn rein? Alter! Alter! Geiler Fisch! Geiler Fisch! Bügel auf, Rute beiseite. Boah! Was für ein Hecht, Leute! Boah! Leute, was für ein Hecht auf den Sheriff. Mega. Mario. Dicke Petri. Wahnsinn. Wir sind jetzt 2 Stunden auf dem Wasser, 3 Plätze abgecheckt. Und das ist Angeln nach Lehrbuch, Leute. Ja? Im Flachen so gut wie kein Fisch. Die Kante runter, hinter der Kante bei 3 Meter, 3,50 Meter. Da geht's dann los mit den Bissen. Da stehen die Fische. So, Mario, damit wir hier deinen Gästen jetzt nicht die Fische wegangeln. Und ich sehe es dir schon wieder so ein bisschen an. Immer wenn es am schönsten ist, müssen wir aufhören. Wir packen jetzt zusammen, liebe Angelfreunde. Wir haben ja auch erreicht, was wir erreichen wollten. Wir wollten euch einmal zeigen, in welcher Tiefe jetzt in großen Gewässern im Winter sich die Hechte aufhalten. Besser kann man es nicht zeigen. Und so ein schöner Abschlussfisch. Oder? Liebe Angelfreunde, und natürlich gibt es auch in der heutigen Sendung etwas zu gewinnen. Und wisst ihr was? Eine Ultra Boost Zanderhecht. Weil wenn es dann soweit ist bei euch, dass ihr einen schönen Fisch im Drill habt, dann werdet ihr euch freuen, wenn ihr eine vernünftige Angelroute habt. Und auf dem Weg dorthin ist es eben ganz entscheidend, dass eure Route gut überträgt, was da unter Wasser passiert. Pflanzen, feinste Fehlbisse oder Anstupser, das müsst ihr alles wissen. Weil wenn ihr das nicht mitbekommt, dann werdet ihr unter Umständen im falschen Revier angeln. Ihr müsst schon dort angeln, wo die Fische sind. Und im Winter Bisse zu erkennen oder Schnurschwimmer zu erkennen, das schafft ihr eben nur mit gutem Angelgerät. Deshalb gibt es in der heutigen Sendung für euch eine Ultra Boost Zanderhecht zu gewinnen. Und alles, was ihr tun müsst, um am heutigen Gewinnspiel teilzunehmen, ist uns bitte jetzt unten in die Kommentare zu schreiben, wie euch die heutige Sendung gefallen hat. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder unsere Gäste wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Mario Bolinski, Chris hinter der Kamera und Jens von Lieblingsköder.